Ich bin Neoblade. Wir sehen den Zerg Aries, Diamond League. Und das ist ein Selfcast zum Okkustal Benchmarks, nur mal in umgedrehter Reihenfolge. Ich bin Terraner. Ich bin meines Zeichens der schlechteste Terraner dieses Planeten. Ja, vielleicht nicht ganz der schlechteste, aber schon sehr, sehr schlecht. Und Control X. Wir schauen uns ein ZVT an. Ich simuliere den Terraner Silberliga, der bunkert, bis der Arzt kommt. Ich spiele bewusst schlecht, versuche so ein bisschen konstante Produktion aufrechtzuerhalten, aber zum Beispiel baue ich keine Upgrades. Da könnte man dann sagen, gut, das kriegt ein Silberliga-Terraner hin. Aber ich denke, dass er andere Dinge, die ich hinkriege, nicht hinkriegen würde. Und man sieht also hier, wir haben extra eine Karte ausgewählt, die ist zwar mittlerweile nicht mehr im Ladderpool drin, damals war sie es noch, aber wo der Terraner relativ schnell Three Base gehen kann. Also weil er hat hier eine Rampe, muss das hier nur blocken und dann hat er hier drei Bases. Und wie das der Zerg trotzdem mit dem Okkustal schlagen kann, werden wir jetzt sehen. Ich mache das mal hier ein bisschen schneller. So. Benchmarks 2,12 Hatch, das ist gut. 2,40 schätze ich jetzt, dass der Pool kommt. Ja, 2,44. Und mal schauen, was sonst noch so passiert. Ich gehe jetzt mal noch ein bisschen schneller durch. Der obligatorische Overlord steht über der Hatch. Bei 6 Minuten, 6 Minuten 15 sollten alle Gas genommen werden. Injecten, injecten, injecten. Die 6-Minuten-Marke kommt gleich. 7 Drohnen an der Natural. Da unten wird der Overlord getötet. War ein bisschen greedy gescoutet. So. Wir haben irgendwelche Probleme auch noch gehabt. Irgendwas lief nicht gut. Also nicht der Overlord, sondern andere Dinge. Deswegen, also wir wollten halt schon Replay zeigen, was einigermaßen richtig gespielt ist. Ich habe auch einmal resumed, gebe ich ganz offen zu, da hat mich der Roach Speed Angriff getötet. Da waren einfach meine Tanks noch nicht fertig. Und ich glaube, das war jetzt die Gelegenheit. So, Lea kommt mit 7,15 rechtzeitig. Roach und Gebäude, also die kommen natürlich schon eine Runde spät. Wobei, gucken wir mal nach, bevor ich irgendeinen Mist erzähle. Da sind wir hier. Lea ist, braucht noch 20 Sekunden. Und Roachwochen braucht noch 30. Ja, das ist okay. Jetzt kommt es auch drauf an, ob der. So, jetzt werden provisorisch schon bei 8 Minuten ein paar Türmchen gebaut gegen Drops. Okay. Hier wird die dritte gescoutet, auch gut. Hier ist ein Marine auf Patrouille. Den könnte man mal töten als Zerg, aber okay. Roach Speed Angriff 1-1 kommt ganz normal, ganz normal. Creep Spread kommt ganz normal. Unten der Watchtower könnte nochmal eingenommen werden. Mit dem Roach Speed Angriff wird dann die dritte bedroht. Weitere Roaches. Ich schaue mir mal gerade die Zahlen der Roaches an. 17 sind es bereits.
Das heißt, mit dem Roach-Speed-Angriff sind es deutlich mehr. Ja, und so wird der Roach-Speed-Angriff und der Orko-Style gespielt. Bases verbinden auch richtig, Creep-Spread nach vorne bringen. Und jetzt sollte der Roach-Speed-Angriff kommen. Ich wäre schon früher mit den Roaches halt losgelaufen, denn der Gegner macht ja offensichtlich nichts gut. Das weiß der Zerg nicht unbedingt. Aber mal schauen. Weiter Creep-Spread nach vorne, sehr gut. So, 1-1 wird fertig. Man kann jetzt also 2-2 an den Start bringen. Da sind 2-2, das ist sehr gutes Upgrade-Timing. Sehr, sehr gut. Dritte bedrohen, auch völlig korrekt. Zum Angriff schalten und schauen, wie der läuft. Wobei, braucht man nicht unbedingt machen. Also, wie gesagt, der Inject wäre hier jetzt noch wichtig. Da sieht man jetzt, okay, da ist zu stark gebunkert. Holt sich noch diese Roach, Entschuldigung, den Marodeur. Da sind jetzt ein paar viele Drohnen. Da sind auch ein paar viele Drohnen. Saturationskontrolle könnte man noch etwas verbessern. Wie viele Units haben wir denn? 81 Arbeiter bereits. Ganz krasse Geschichte. So, auch da wieder Türmchen hin. Genauso muss sein. Und der Gegner bunkert. Dritte kann man nicht verhindern. Ich würde jetzt die Bases 4 und 5 nehmen. Aber erstmal die Crawler bauen. Das ist völlig korrekt. Völlig gut, völlig richtig. So, da kommt das Gas. Da wird vertrieben. Acht Overlords werden gebaut. Stefano-Style-mäßig. Elf-Minuten-Entscheidung kommt ein bisschen zu spät. Nämlich Hivetech hätte schon früher, also sprich Infestation Pit hätte schon früher gebaut werden müssen. Overlord Spread wäre noch gut. Und jetzt ganz klassisches Beispiel dafür, spielt wie eine Spinne. Wir warten darauf, dass der Terraner in unser Netz kommt. Army Value ist even, aber auch völlig okay. Also was man sich auch entscheiden könnte auf Diamond Level von mir aus, Drop zu erforschen, Nidus zu erforschen und dann einfach mal mit den 27 Roaches irgendwie Spaß in der Main Base des Terraners zu machen. So, wir brauchen natürlich auch gleich ein bisschen Supply für Ultras. Der ist jetzt durch die Hydras auf die Makro-Edge, finde ich extrem gut. Okay. Das ist übrigens das letzte Video, das ich zum Selfcast und zum, also vorerst letzte Video, aber die Heart of the Swarm Lernvideos für Protoss brauchen im Moment relativ viel Zeit. Deswegen ist es das vorerst letzte Video zum Orko-Style Benchmarks Zeugs. Man sieht hier sehr gut die 3-3 Upgrades, man sieht hier sehr gut das Crackling Upgrade für Linge. Ich zeig die mal gerade hier oben. Crackling Upgrade 3-3. Natürlich hier erst Level 1, klar, aber wir haben ja auch auf Roaches getaggt. Da stehen halt jetzt ordentlich Tanks aufgebockt, so wie man das kennt. Terran hat auch ordentlich Army Value.
Also man hätte schon eine fünfte Base nehmen können, das wäre durchaus Not, könnte, hätte man durch ruhig machen können. Swarmhouse werden gebaut. Ist also keine Ultra-Entscheidung. Wahrscheinlich werden Ultras gegen Tanks aber besser. Gegen Triple M und Tanks. So, jetzt wird hier nochmal ein bisschen getauscht. Income ist der Zerg vorne. Beide Spieler bauen eine Bank. Aber der Zerg kriegt mehr Gas-Income. 56 Linge werden gebaut. Also ich ganz klar für so einen bunkernden Terraner, da muss eine fünfte früher genommen werden. Und man muss hier scouten, hat er eine vierte genommen oder nicht. So. Der Creep Spread ist absolut gut. Saturation kontrollieren, genau. Eine Echse für Gas, genau. Da die Drohnen woanders hin tun. Also das sieht man sehr, sehr schön an Aries. Er konzentriert sich hier nur auf die, konzentriert sich hier nur auf die, aufs Makro, tauscht jetzt Units ab. So, die Tanks haben keinen Support mehr. Die Swarmhouse werden gekillt durch die Tanks. Der Terraner kriegt halt sein Geld nicht runter, aber das wäre in der Silberliga, glaube ich, auch absolut normal. Zu wenig Production Facilities. Da sind die Ultras. So, jetzt kommt der Terraner auf Creep. Das wird normalerweise bestraft. Der Zerg maxt wieder, der Terraner maxt nicht. Also man kann halt durchaus etwas mehr abtauschen. Und das kommt jetzt, glaube ich, auch. Army Value sieht so aus. Und damit hat man einfach eine 11-Minuten-Entscheidung gesehen. Die ging aufs Swarmhouse. Ob das jetzt so die gute Idee war, weiß ich nicht genau. Ich glaube, ich hätte sofort die Ultras gebaut. Aber man sieht halt ganz klar, man muss vor einem Terraner, der sich einbunkert und Tankschach spielt, nicht fürchten. Man muss halt einigermaßen gut traden. Und wenn er dann auf Creep ist, einfach töten. Also in der Silberliga braucht ihr letztendlich nichts anderes zu machen, als zu traden, zu maxen. Und das sieht man hier halt ganz klar. Der Zerg hat remaxed, der Terraner nicht. Und damit war es das. Wie gesagt, vorerst letztes Spiel zum Selfcast Benchmarks Okku-Style. Ich bin weiter für Vorschläge offen, was als nächstes kommt. Aber als erstes Mal haben jetzt Heart of the Swarm Lernvideos Priorität. Ich habe auch schon eine Idee, die jemand vorgeschlagen hat, Neo spielt. Das wäre dann aber nicht das, was ihr erwarten würdet und nicht das, was Okku tut. Aber da könntet ihr euch ja mal überraschen lassen. Ja, und wir sehen uns bei den Protoss-Videos, bei anderen Videos. Ich hoffe, ihr bleibt mir gewogen. Erzählt den Leuten mal von diesem Channel hier, weil ich habe total wenig Abos, obwohl ich keine Werbung schalte und so. Mich interessiert eigentlich die, also die Abozahlen, wenn die steigen, freut mich das. Aber es ist für mich jetzt halt auch nicht lebenswichtig. Das, was ich richtig toll fände, wenn wie bei Okku ich die Videos
zeitgesteuert freischalten könnte. Das wäre schon super. Bis demnächst.